Nach meiner Ausbildung zur Wertebotschafterin bin ich erstmal zu unserer Werteteamleiterin, der Frau Holzer, gegangen. Und wir haben dann gemeinsam versucht, mit unserem Werteteam neue Leute zu bekommen und das Ganze einfach weiterzuführen, die Ideen, die wir da gestaltet haben, an der Schule umzusetzen. Also mir ist wichtig, dass man sich vertraut, dass man zusammenhält, dass man Aktionen gemeinsam plant. Also wir haben zum Beispiel Bleistifte gemacht, da waren dann auch Wertesprüche drauf und dann hat jede Schülerin und auch jeder Lehrer einen Bleistift bekommen. Außerdem die Bleistifte haben wir noch Wertesprüche an die Treppen hingemacht in bunten Farben. Genau, und ich finde das eigentlich voll cool, weil dann kommt man in die Schule rein, sieht die bunten Farben und dann freut man sich auch gleich und das ist Motivation. Also mir ist es sehr wichtig, dass man zusammenhält bei der Arbeit und dass man halt auch einfach Respekt voreinander hat und das alles zusammen macht. Und ich finde, das ist bei unserem Werteteam ganz gut und wir können gut zusammenarbeiten. Wir sind eine Truppe, die total viel Zeit miteinander verbringt. Und ja, in dieser Gemeinschaft geht es mir darum, ein gutes Klima herzustellen und was zu vermitteln, was bleibt, was man mit ins Leben nimmt. Gerade in der heutigen Zeit, die von einem stetigen Wandel in der Gesellschaft geprägt ist, sind Werte und Normen sehr haltgebend und können Orientierung geben. Und ich erhoffe mir von der Werte-AG hier an der Schule, dass nicht nur die Lehrkräfte, sondern vor allem die Schülerinnen untereinander die Werte vorleben, dass sie einen inneren Kompass entwickeln, der sie im späteren Leben auch anleitet, richtige Entscheidungen zu treffen und dass unsere Schülerinnen als starke Persönlichkeiten irgendwann unsere Schule hier verlassen werden. Also in der Zukunft erhoffe ich mir auf jeden Fall, dass viele liebe neue Mädels zu uns kommen, die sich auch gerne engagieren. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und vor allem, dass wir ein schönes Wir-Gefühl hier haben, also dass es eine schöne Gemeinschaft hier in der Schule wird.